Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht selber auch in meinem Thumbnail, ich habe endlich die Heldenkombi auf Level 40, also auch beide. Den King habe ich gestern Abend tatsächlich vorgegammt, der brauchte noch 3 Tage und habe den auch sofort im Clankrieg hier losgelassen. Allerdings wollte ich ihn auch nicht sofort so stressen, ja, also er sollte jetzt nicht gleich auf so eine starke Base losgelassen werden. Deswegen habe ich mir hier die 12 ausgesucht. Nein, das war natürlich völlig in Ordnung, dass ich den genommen habe. Was habe ich mir bei der Base gedacht? Ich wollte die Base mit einem Gola Loon machen. Komme hier zwar jetzt schon mit einem Loon, aber der war jetzt in meiner Clanburg mit drin, zusammen mit dem Golem. Und weil ich nur einen Golem gefordert habe, hat man mir halt noch einen Loon damit reingepackt. Aber jetzt nicht so schlecht, die Mauer habe ich ein bisschen Lack gehabt, dass die überhaupt da so ein kleines Stück Mauer aufgemacht haben. Die Bowler rennen jetzt zwar einen nicht so schönen Weg für mich, aber die Helden gehen zumindest mit in die CB rein. Ich glaube, ach doch, da habe ich den King wenigstens geraged. Und die Queen macht allerdings, doch jetzt geht die Queen noch mit rein. Ich sehe das jetzt auch das erste Mal in der Wiederholung. Er hatte, glaube ich, da, ich weiß gar nicht, ob da eine Hexe mit in der Clanburg war, aber die Queen schnappt sich jetzt den gegnerischen King, beziehungsweise schnappt sich erstmal das Rathaus, ja, und zünden werde ich die gleich auf. Da oben machen die Bowler nämlich den King, wunderbar, und dann war das hier eigentlich ein schöner 3-Stern auf die RH10 Base hier. Okay, der hatte jetzt keinen Infernus und ich glaube auch keinen dritten X-Bogen, aber 3 sind 3 Sterne und deswegen geht dieser Angriff, glaube ich, völlig in Ordnung. Auch, dass ich nur 2 Nummern tiefer gehe, das ist dann halt so mein nächsten Angriff, den ich heute noch machen werde im Laufe des Tages, wird sicherlich ein bisschen höher sein und dann werde ich sicherlich auch eine etwas stärkere Base angreifen. Hier wurde es von der Zeit nochmal richtig eng am Ende, denn mir ist ein Hunter nicht aufgegangen. Und die Loons sind natürlich jetzt sehr, sehr behende. Aber durch den Flächenschaden sind natürlich die Lager auch ziemlich schnell down. Und jetzt habe ich auch noch Pech, dass die jetzt erst die Bauhütte in der Ecke machen. Aber gut, irgendeiner muss ja machen. Hier unten ist noch ein Bowler, der wenigstens schon mal so ein bisschen was räumt. Die Queen macht hier Mauer nach Mauer. Schafft jetzt aber auch noch die Bauhütte und macht jetzt die nächste Mauer. Ja, was soll so eine Queen auch machen als Mauern? Habe ich aber noch genug Truppen hier gehabt, aber dennoch war es, ach nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, der Hund geht mir jetzt am Ende nochmal auf und den erwischt nämlich jetzt noch eine Bombe und das war super für mich, denn da kommen jetzt nochmal die Welpen raus und die sind jetzt am schnellsten hier hinten an dem Lager. Allerdings kommen hier jetzt noch Luftfallen raus und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, die machen mir jetzt meine ganzen Lava-Welpen kaputt, aber da die ja so ein bisschen verteilt fliegen, nehmen sich die hinteren Lava-Welpen jetzt hier die der Luftbombe an, der Luftskellies und so war das hier eigentlich. Super, 3 Sterne, denke ich mal. War ein schöner Angriff und ich habe noch einen zweiten Angriff auch gemacht gestern mit dem Avatar. Hier hatte ich erst 1 Stern drauf, das war allerdings ein Versehen, muss ich sagen. Ich habe die Base mit einem anderen 9er Account erst angegriffen und wollte die Base eigentlich gar nicht angreifen. Das habe ich auch jetzt erst gesehen, dass ich eigentlich 14 auf 14 machen wollte, habe aber dann sofort mit dem Avatar hier nachgebessert, dann brauchte der oben schon mal nicht ran, denn er ist relativ hoch mit von 12 auf 12, die 12 habe ich ja eben mit Thorsten gemacht, also der hätte eigentlich den RH10 machen müssen und deswegen habe ich gedacht, besserst du hier gleich mit Avatar aus, ich war mir auch, ja, ich war mir schon relativ sicher, dass ich die Base hier ganz gut machen kann. Schaffe hier genau das, was ich will, nämlich die gegnerische Queen und 2 Lars. Komme hier jetzt ganz gut mit meinen Lufttruppen auch rein und habe hier jetzt zwar eine Tesla-Farm erstmal zu überstehen, deswegen habe ich auch ganz hurtig nochmal meine restlichen Loons hier unten reingesetzt. Die
wollte ich eigentlich noch nicht setzen. Aber wenn du natürlich schon siehst, dass da zwei, drei Tesla hochkommen, dann weißt du, dass da auch gleich noch die nächsten mit am Start sind. Und das war eine relativ knappe Sache hier. Aber am Ende haben es hier nicht die Welpen gemacht, sondern die Queen hat hier dann den Rest der Base gemacht. Es war dann ja noch eine Dev gleich offen, denn die Loons kommen nicht mehr ganz bis zur La, aber die La tun jetzt natürlich der Queen und den zumindest den Bodentruppen jetzt nicht weh. Und ein paar habe ich da ja immerhin noch. Glücklicherweise kommt sie auch nicht ganz in die Mitte zu den beiden Welten, die da die Clanburg machen, denn das ist ja auch nochmal ein harter Brocken. Aber ich denke mal, das war trotzdem ein schöner Angriff hier mit dem RH9-Account, mit Avatar. Und hab dort auch die Queen jetzt hier ein Level weiter, also auf 27. Mal sehen, wie lange ich brauche, bis ich die auf 28 hinlegen kann. Denn der Avatar ist relativ durch mit seiner Base auch. Ich glaube, es sind noch 10 Mauern oder so, die ich machen muss. Dann ist die Base vom AFA auch maxed out. Auf unserer Seite, der Gegner greift ganz gut an. Ich habe allen Neunern ja neue Bases gebaut und immerhin hat der Avatar schon mal gehalten und auch der Alex hat gehalten. Die Base vom Donnerbengel hat leider nicht gehalten, zumal der Gegner auch nur mit einer Queen angegriffen hat, also hatte noch nicht mal volle Helden. Die muss ich nochmal überdenken, aber ansonsten brennt hier in diesem CK zurzeit nichts an. Das ist es aber auch erstmal gewesen. Ich werde noch eine zweite Folge machen von dem CK hier, wenn er um ist, und wollte nochmal auf den Stream morgen verweisen. Morgen Abend 19:30, 20 Uhr, genaue Uhrzeit habe ich mich dann noch nicht festgelegt. Streamen wir wieder eine Runde Clash of Clans live im CK, der ja heute Abend startet und dann morgen Abend dann mit den Kämpfen beginnt, und da werden wir live dabei sein. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Bis dahin, euer Toto. Clasht.